Ja, ich connecte schon. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich noch schnell aufspringe und mir Weihnachtskekse besorge. Ich dachte, du bist eher so der Lebkuchenwert. Nee, ich habe mit Freunden am Wochenende Kekse gebacken. Auch gut. Geil. Kann man sich auch gönnen, ne? Sag mal, habe ich ein paar Kilo Kekse da. Das muss drin sein, einfach. Lass dir nichts erzählen. Ja, lass dir nichts erzählen, das muss sein. Ja. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, dass ich auf Sapphira bin. Ich bin gerade etwas erschrocken, was dieses Megakonstrukt da im Himmel ist. Ha, geht irgendwas auf? Ich weiß auch nicht. Wo ist die Sonne? Ich sehe die Sonne nicht mehr. Ja, kommt drauf an, wo du bist, ja? Wenn du eher so der Zabarino bist, ja, der ist ja wieder auf Sadira 1. Glaube ich zumindest. Ich gehe mal davon aus. Ich bin sowas von auf Sadira 1 und da bleibe ich auch, weil heute, ja, brauche ich sowas richtig Dummes. No. Ja, so richtig blöd, ja. Einfach meinst nur Foundries cut and pasten. Ja, mach alles. Du kannst, also wenn du möchtest, du kannst gerne. Ich muss jetzt mal ganz kurz was ausprobieren, weil ich es nicht weiß, ob das funktioniert. Ich will jetzt mal was testen, was euer Leben verändern könnte. Jetzt kommt's. Warte. Ich hab YouTube-Kommentare gelesen. Ich dreh komplett durch. Warum tust du das? Hast du gerade im Lager auf einen Splitter gesetzt? Ja, und weißt du, was das bedeutet? Die Sachen aus dem Splitter landen im Lager. Direct Intake, ja. So und gehen auch wieder raus? Ja. Ah, Kondensatoren, schön. Es ist, das wurde mir vorgeschlagen, so als, ja, warum machst du das eigentlich immer so und warum machst du das nicht anders? Und ich denke mir so, hä? Das geht. Ja, ich hab das jetzt schon, nicht gesehen. Das ist schon ziemlich weit vorn. Also nicht, dass ich es im Moment brauchen würde, aber es ist schon ziemlich weit vorn. Und ich denke mir so, what? Ich war jetzt komplett lost einfach gerade, wo ich das getestet habe und gesehen habe, das funktioniert, weil ich einfach so im Hirn einfach empty, ne? So, das ist ganz anders. Also, ich blicke auch hier. Ich habe gerade mir Tanja Borealis das System angeschaut. Das hat zwei Planeten und die Planeten haben jeweils zwei Monde, auf denen man bauen kann. Im Übrigen, ganz kurz, ich wollte noch eine kurze Kleinigkeit anmerken. Nachdem wir mittlerweile unsere Dyson Shell in Sadira fertig bekommen haben, nehmen jetzt natürlich, weil wir einfach mehr von den Space Rockets haben, weil das sich das einfach schlicht zurückstaut, werden wir die anderen Dyson-Sphären, die um uns herum platziert worden sind, jetzt natürlich stärker bebauen. Und weil das so ist, ist meine Überlegung, dass ich jetzt hergehe und mal wieder nach langer, langer Zeit, sobald ich hier fertig bin, möchte ich ganz gerne ins Zwergsystem reisen, weil da nämlich die Energie noch immer eine Katastrophe ist. Ja, ich werde jetzt auch einmal meine Systeme abklappern, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel Jysk. Da war ich schon seit Ewigkeiten mehr und dort auch die Produktionen einmal optimieren. Jysk hat aber noch keine Dyson-Geschichte gehabt. Nee. Hey, ich glaube, die braucht doch keine Dyson. Das ist ja zwar das mit diesen hellen Sternen, aber da ist halt nichts. Warte mal ganz kurz, welcher waren das? Komet? Das ist dieser Das ist der rote Gigant. Ich überlege gerade, wo ich die, wir haben schon so lange nicht mehr gespielt. Ich überlege gerade, in welchem System hatten wir denn noch so ein Teil? Delta Scuti war es nicht, Lambda Herkules war es nicht. Wobei was, wo war es genau? Mirzam, natürlich, Mirzam. Mirzam und Neutronenstern. Genau, Mirzam macht im Übrigen fast 10 Gigawatt, ne? Ja, sag das mir nicht. Ich habe da 200.000 Punkte versammelt. Und auf dem Neutronenstern, das macht zwar fast keine Energie, das Ding, ja. Aber, der baut schon. Also da bauen wir zumindest schon das Konstrukt auf. Der Neutronenstern kriegt so einen schönen Ringe außenrum, das wird toll. Das schwarze Loch haben wir auch nicht, aber das macht auch keine Energie. Wie gesagt, wenn einer von euch irgendwo ein kleines bisschen Energie braucht, ja, ich muss das halt mit ungefähr einem Stream-Vorlauf wissen, ne?
Also wenn du sagst, du gehst jetzt in ein System und baust da krass viele Schmelzen oder so, irgendwas in die Richtung auf, ja, dann müsstest du mir das kurz vorher wenigstens sagen, damit ich das anstarten kann, weil das dauert halt für gewöhnlich immer eine ganze Ecke. Oh, da verstopft nichts mehr. Mir ist ja alles orange. So, irgendwas wird hier noch wild gebaut. Nee, fehlen noch. Ich gucke jetzt mal gerade, was fehlt denn hier eigentlich? Oh, Eisenzahnräder. Zabbes. Hast du Bock auf Eisenzahnräder? Kann ich als nächstes machen? Ja, klar. Wäre unfassbar angenehm. Ja, ich schau gleich mal. Ich bin hier gerade noch in einem, wie du normalerweise so schön sagen würdest, Projekt gefangen. Das muss ich noch schnell beenden. Ja, das macht nichts. Das macht gar nichts. Dumm rumliegen, das wäre nicht gut. Aber wie gesagt, also wir brauchen ungefähr 10.000 mehr. Also wir haben 10.000 und müssen verdoppeln ungefähr. Kein Problem. Ich denke, das, wie gesagt, Copy-Paste und so, ne? Kein Problem. Und es ergibt vor allem auch Sinn, wenn ich das hier jetzt mache, weil ich ja hier auch die Schmelzen habe, um die Ingots dafür herzustellen. Ja, ja. Das ist dann easy peasy, ne? Ah, dann haben wir schon Tier 3 Assembler. Ja. Gut. Also keine große Fabrik, ne? Also erwarte jetzt nicht, dass da Hunderte kommen. Ich habe die von Cold Blue. Wenn ich jetzt eine Fabrik baue, dann baue ich sie mit aktuellen Komponenten auf. Ja, ja. Blueprinten und so. Ich wollte nur sagen, erwarte jetzt nicht, dass da die gigantischen Mengen davon kommen. Das liegt einfach daran, ich habe zwar die Produktionsstätte von Cold Blue gefixt, aber die läuft halt auf einem. Er hat halt nicht viel Platz, ne? Und die läuft halt auch nicht über Spaceport, sondern gibt von einem Ding ins nächste weiter. Und deswegen ist das mit dem Skalieren da ein bisschen doof gewesen. Ja, kein Thema. Es reicht für den Moment, wir sollten auch irgendwann mal T3 alles, was wir so generell verbauen, aufbauen. Also eine komplette Fabrik, T3 Assembling-Maschinen, T3 Bänder und T3 Sorter. Das wäre mal auch so eine Langzeitgeschichte, die wichtig wäre, damit man das schön dann über Ports auch leitet. Ja. Weil wenn du es brauchst, brauchst du ja meistens irgendwie 800 oder so. Das reicht dann für den Moment, ja. Aber es sollte sich halt relativ schnell nachfüllen, gerade bei 4 Leuten. Schau mal gerade, wo ist denn eigentlich, also Zabes ist bei mir und Pazi? Ich bin auf Jysk. Du bist auf Jysk? Ja. Wie viele Planeten hat denn Jysk eigentlich? Ja, ich sehe dich da drüben. Einen. Ach, es war der nur einen hat. Der hat die Riesensonne mit dem einen Planeten drin, ne? Genau. Ach, ja. Ich erinnere mich. Frag mich nur, warum ich hier Stromprobleme habe. Brauchst du eine Dyson-Sphäre? ich weiß ehrlicherweise gerade nicht. Warte mal kurz. Genau. Wir produzieren 24 Antimatter Fuel Rods pro Minute aktuell. Das wollte ich dir auch noch sagen, Pazi, weil du warst beim letzten Mal noch nicht dabei. Forder mal bitte keine Deuterium mehr an, sondern Antimaterie. Ja. Weil wir mit der Antimaterie jetzt natürlich deutlich besser laufen. Und das natürlich jetzt auch eine gute Sache ist, die mal schön anzugraben. So, ich muss auch gerade mal ein bisschen sortieren hier. Ja. Na, Mist. Das war falsch. So, für Zwergsystem brauche ich auf jeden Fall wieder ein paar mehr. 20, 40, 60. Gut, ich fordere mal ein paar Ray Receiver an. Okay. Wenn man jetzt nicht 2000 braucht, sollte es eigentlich laufen. Koblu, das Problem ist, wir haben mehr gebraucht letzten Stream. Deutlich, deutlich mehr. Also das, was du quasi... Warte kurz. Alles ab hier... Ungefähr haben wir im letzten Stream gebaut.
Also da ist ein bisschen was passiert. Und bei Zappes baut auch ganz fleißig gerade Blueprints. Das sieht man oben immer, wenn dann plötzlich so 800 Objekte gebaut werden. Das geht dann immer ganz, ganz flott. Es fällt auch dann immer ganz schnell auf, wenn man in die Produktion schaut und feststellt, wie zum Beispiel jetzt, oh, wir haben ja plötzlich genug Graphen aus Kohle. Ja, ja, genau. Huch, wo kommt denn das jetzt her? Wer hat das denn schon wieder gemacht? I don't know. Infinite Factory 3, bitte. Total Energy Consumption of 1 Petajoule. Nicht schlecht. Das ist ein bisschen Energie. Lässt sich sehen. Mhm, so, warte mal, ist das hier? Nee, das ist alles nicht mehr hier. Gut, dann würde ich fast vorschlagen, dass ich mich ins Zwergsystem jetzt aufmache. Weil, um da die Energieprobleme zu lösen, weil da hängen ja auch wahnsinnig viele Fabriken auf Zwerg 4 dran. Das ist jetzt mein aktueller Plan, das Zwergsystem mal wieder zu besuchen. Das ist ja auch hier in Reichweite, möchte ich fast sagen. Ah ne, Zwerg 3 war das, nicht Zwerg 4. Hier. Ich jette mal ganz kurz rüber. Habe ich Antimaterie Fuel Rods geliefert bekommen? Nein, natürlich nicht. Okay. Nicht drüber reden, einfach mal machen. Ja, Nitram, wir müssen uns drüber austauschen und unterhalten, sonst wissen wir ja nicht, was wir jetzt machen sollen. Ja. Das ist wichtig. Ja, Kommunikation. Und, ja, zum einen und zum anderen also auch einfach wichtig, das muss man sagen, damit die anderen hören. Gegebenenfalls sind die nämlich beim selben Projekt gerade dran. Und das weiß ja niemand. Mark III Assembler gibt's ganz sicher irgendwo? Ja, aber die sind von... Ich sag ja, die Produktion von Code Blue ist ungefähr einer in der Stunde oder so. Das war ganz, ganz wenig. Das ist schwierig. Also wenn ich hier irgendwas machen soll... Gib mir eine Sekunde. Ich schau gerade mal. Ich lande gerade. Ich habe sie jedenfalls bei mir schon mal in der Anforderung. Flame mich noch mehr. Entschuldigung, ja. Also wir produzieren 1,9 von den Dingern die Minute. Ja. Und der Grundbedarf ist die Assembling Maschinen 2 und der Grundbedarf hier ist alles. Wobei die sollten eigentlich ausreichend funktionieren. Einer die Stunde, also. Ja, gut, es sind vielleicht 2 die Minute. Ja, was willst du machen? So. Okay. So, ich kümmere mich jetzt trotz alledem erstmal ganz kurz um die Energie hier, weil die einfach Katastrophe ist. Sind wir da einmal schon durch? Boah, wir sind hier einmal durch, oder was? What? Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt ist der ganz... Horizontale Rotation! Nein! Das ist natürlich blöd. Super dämlich. Ja, wir haben auch noch im Übrigen, das war ja auch noch so ein Thema, das stimmt. Wir haben noch so eine kleine Space Warper Problematik. Nein! Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Nein. Code Blue is joining the game. Oh, schön. Oh, tatsächlich. Mr. Blue entered the stage, okay. Ich fix das jetzt und geh wieder ins Bett. Code Blue einfach. Kennt er nix, weißt du? Das lässt er jetzt nicht auf sich sitzen. So.
Schlimme ist, wir wissen alle, wo das hinführt, ne? Am Ende ist er hier 3 Stunden unterwegs. Lass mal noch schnell die eine Produktion fixen. Ich sehe das kommen. Kommt da jetzt was? Ja, da kommt was. Okay, das bringt auch gerade gar nicht mal so viel. Kuku sagt gerade, 10.000 Planesmelder sind da, die könnt ihr schon mal haben. Da war doch Zappes letzten Mal so glücklich drüber, oder? War das die? Ja, aber bei denen bin ich jetzt erstmal durch, weil ich soll ja jetzt Zahnräder machen. Ja, Zahnräder wären toll. Zahnräder? Ja, Eisenzahnräder. Das ist neue Shit hier am Markt. Ja, momentan leider, ja. Zwerg müsste häufiger gegen Cold Blue schießen, dann arbeitet er mehr. Ist, funktioniert das System so? Ich weiß nicht, ob er das so befürworten würde. Armer Cold Blue einfach, weißt du, jetzt ist er krank und wird er so reingelassen auch noch. Also ja, wirklich. Ich habe da eigentlich schon ein bisschen fast ein schlechtes Gewissen, ne? Also ein bisschen. Es gibt keinen Respekt mehr auf der Welt. Nichts zum Weinen. Es ist wirklich, es ist dramatisch auch schon eigentlich. Der Umgang mit Code Blue ist eigentlich eine Frage, da werden sich auch noch in den nächsten Jahren führende Menschenrechtler drüber unterhalten. Also das ist unmöglich eigentlich. Armer Code Blue einfach, weißt du? Er kann einfach nichts dafür. Menschenrechtler. Einfach ein grässliches Leben. Und vor allem immer wieder, ne, aufs Neue, ja. Es ist ja nicht, es hört ja nicht auf. Er sagt, er kriegt ja immer wieder rein. So. Was ist denn eigentlich hier? Ach, die organischen Kristalle, ja. Okay. So. Solarsegel. Das kann so nicht angehen, sagt er. Ach Gott, du, ich hoffe, es trägt deiner Genesung einfach bei, ein wenig lachen zu können. Gerne auch über uns. Vorzugsweise auch über mich. Das ist mal ein bisschen stark. Immer gegen den, der nicht da ist. Bin mir nicht sicher, ob du das richtig abgespeichert hast, Koblo. Thank you.
viele Raketensilos hast du dort? Müssen wir gleich nochmal schauen. Die müssen hier sein. Es sind nicht viele. Unter Garantie nicht. Aber das macht gar nichts. Auf jeden Fall mehr Energie hier und das alles andere wäre unverschämt. Ja, die können nicht. Das Powerload hier ist Katastrophe. So. Jetzt brauche ich nur noch Assembler. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Nee. Nee. Die ersten 80 Assembler sind in Transit. Geil! Ja, schau, es funktioniert ein bisschen. Ich glaube, Code Blue eine Fabrik. Code Blue ist jetzt gerade auf Mürzam, weißt du? Und das ist so wie auf der Titanic die Kohleschieber, ja? Er schippt einfach immer wieder nach und es reicht noch nicht, mehr Dampf! Blanker Oberkörper, verschwitzt, muskulös. Oh, so stelle ich mir vor, weißt du, in so einer Marineuniform, ja? Voller Kohle, ja? Oh, geil. Ihr habt schon sehr merkwürdige Fantasien. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. So. Hast du Code Blue schon mal live getroffen? Wenn ja, würdest du uns verstehen. Ja, wobei, da kann ich auch nicht mitreden. Aber so stelle ich mir Code Blue eigentlich schon immer vor. Ja? Der Muskel einfach. Ja? Ja. Also alles andere, muss ich sagen, ist eigentlich für mich nicht möglich. Also ich kann mir Code Blue nicht vorstellen ohne so ein Muskelshirt. Ja, warum solltest du dir auch was anderes vorstellen? Ich frag's halt, ne? Das ist halt, Code Blue ist halt einfach auf einem eigenen Level, ja. Warum driften unsere Gespräche jedes Mal, wenn wir streamen, in so etwas ab? Ist aus völlig normalen Gründen einfach klar. Warum mache ich immer Kacka? Warum denn nur? Oh Mann, Menno. Was ist denn nur? Ja, ich hab meine blöde neue Fabrik, ja, mal gleich instinktiv falsch gebaut. Ich probiere das jetzt mal gerade mit. Ich habe jetzt gerade eine übelst krasse Überlegung. Pass auf. Also, ich baue jetzt hier einen Splitter. So. In den Splitter lasse ich jetzt Foundations reinlaufen. Ist soweit kommen alle mit, nehme ich an. So, dann kommt auf den Splitter kommt ein Cargo-Container drauf und auf den Cargo-Container kommt ein Distributor drauf. Gut, dass das funktioniert. Klingt doch schon mal nach was. Ich bin so unfassbar gespannt, wie das jetzt läuft. Ich fordere mal gleich mal ein bisschen mehr an. So. Ach ja. Ey, Micha, dir alles Gute soweit und ganz viel Kraft für die Zeit. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich hoffe, es wird bald wieder gut.
ohne zu wissen, um was es geht. Ja. Gerade neu hier und ich muss schon aussetzen, mach dir keinen Kopf. Wenn du wieder, wenn dein Kopf wieder frei ist, ja, und du wieder Zeit und Lust und Kraft findest, dann kommst du einfach vorbei und dann bist du genauso herzlich willkommen wie immer. So wie alle hier. Das ist diesen Grundgedanken möchte ich hier haben. Also mach dir keine Gedanken. So. So. Code Blue, wo bleibt der Sprit? So. Ich hoffe, jetzt kommen Foundations mal. Ich brauch's dringend. Oh ja, das funktioniert richtig gut einfach. Ja, Foundations, schau dir die, da hab ich mich drum gekümmert. Alter, schau dir die Ladezeit an. Es geht halt instant mit T3-Band rein. Ach du Schande. Warte mal, das muss ich mir aus der Nähe mal anschauen. Ja. Das ist ja verrückt. Ich flieg noch, sagt Koplo gerade. Wohin? Was? Wieso denn nur? Diese Arbeitsverweigerung, von der man so viel hört. Guck du einfach, weißt du. Der liegt im Bett, dem geht's gerade richtig elend, ja. Und der denkt sich, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, einfach. Also, tja. Das ist Pflichtbewusstsein. Ja, absolut, ja. So in seiner röchelnden Art und Weise, jetzt gibt er alles. Oh, yes. Hier kommt wieder was. Hier kommt wieder ein bisschen. Ah, herrlich. Ein bisschen mehr Energie. Ja, die werden absorbiert, oder? Werden die alle absorbiert? Weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, ich glaube, die werden alle absorbiert gerade. Natürlich großartig. Ich habe, glaube ich, keine mehr von den Dingern dann. Ich brauchte nie so viele von diesen EM Rail Ejectors, das ist wirklich davon, wenn ich auf Vorrat produziert hätte. Code Blue kommt an. Oh, das schaut gut aus. Weiß ich, dass da geht. Jawoll. 20 mal, also 15, 20. Oh! Alter Falter! Was denn, Zabbis? 13. Mit so einem Band kann man eine ganze Menge T3-Assembler befeuern, damit die was machen. Ja, geil! 20 Stück gehen an einem Band für die Zahnräder. Ja, das ist mega. Warte mal, dann schaue ich mal ganz kurz. Du hast die Produktion schon angebaut, ne? Ja, ich finde es nicht ganz so mega, weil so viel Platz habe ich nirgends. Da kriege ich keine. Das kann ich nicht so bauen, wie ich das gerne bauen würde. Okay. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass sich da was getan hat. Also, es ist ein. Ja, mein Gott, dann gehen die mit ein bisschen verminderter Kapazität hier. Also du, das macht gar nichts. Schaut sich halt ein bisschen auf den Bändern. Das kratzt mich jetzt auch nicht. Nee, so, wie gesagt, das ist auch gar nicht so wild, ne? Also, Hauptsache, es läuft. Das ist mir schon klar, doch. Ja, also wunderschön, wenn es läuft. Ne? Aber man hat ja auch so seine Ansprüche. Ich weiß doch, ich kenne das doch. Ich glaube, Code Blue sucht gerade die Produktion.